Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Jörns Swedish Racing World, exklusiv hier bei uns auf www.trotto.de und www.hufer.de. Ja, es ist kurz vor Weihnachten, es geht wieder los mit Heiligabend und mit Geschenken und es geht wieder los mit dem fast schon traditionellen V75 Winterburst 2021. Winterburst, was ist das? Ja, die ATG veranstaltet seit dem Jahre 2016 den sogenannten Winterburst. Das bedeutet, wir haben zwischen dem 23.12. und dem 31.12. insgesamt 6 V75-Veranstaltungen am Stück, einzig am Heiligabend. Am 24.12. gibt es keine V75. Das ist übrigens der einzige Tag auch im Jahr, wo in Schweden rennfrei ist. Das ist der einzige Tag in Schweden, wo nicht getrabt und auch nicht galoppiert, ja sowieso nicht im Winter, aber wo auch nicht getrabt wird. Das heißt, der 24.12. ist der einzige Tag im Jahr, wo in Schweden keine Rennen stattfinden. Dafür gibt es Rennen aber aus Dänemark, dafür gibt es Rennen aus Norwegen und es gibt Rennen aus Paris-Vincennes, das nur so nebenbei, die man auch in Schweden dann bewetten kann. Aber am 23.12. geht es los mit der V75 aus Halmstad. Dann geht es weiter am 25.12. mit der V75 aus Umeå. 26.12. die V75 aus Solvalla mit den STL-Finals, den Divisionsfinalen. Am 27.12. eine V75 aus Momarken in Norwegen. Am 28.12. sind wir in Örebro zu Gast zur V75. Am 29.12. gibt es eine V75 aus Dänemark, aus Aalborg dieses Jahr. Am 30.12. eine V75 aus Bjerke in Oslo. Und am 31.12. den großen Jahresausklang, den Rausschmeißer sozusagen, die V75 aus Axevalla. Und bei dieser V75 aus Axevalla ist das Besondere, dass dort sämtliche Jackpots, die in den laufenden 5 Runden vorher gesammelt worden sind, plus bereits Jackpots, die in den letzten Wochen angefallen sind, von denen wurde ja 20% abgeknapst und auch da reingeworfen, haben wir in Axevalla einen riesengroßen Jackpot und den gilt es natürlich dann hier auch auf www.trotto.de zu knacken. Da wird unser User Killer Queen, also Walter aus Wien, wird da eingreifen und wird traditionell diesen Renntag mit der Tippgemeinschaft betreuen. Da kann ich schon mal sagen, da lohnt es sich auf jeden Fall dabei zu sein. Das ist wirklich eine tolle Veranstaltung. Ein toller Nachmittag. Und ich erinnere nur daran, im Jahre 2017 am Silvestertag, da hat es ja geknallt bei uns auf www.trotto.de. Da hat unsere Tippgemeinschaft damals auch in Örebro die V75 am Silvestertag 2,1 Millionen Euro gewonnen. Und das ist dieses Jahr durchaus wieder drin. Killer Queen ist wirklich ein Experte, der wirklich weiß, was er tut. Und deswegen kann ich jetzt schon mal sagen, diese V75 sollte man sich rot im Kalender anstreichen. Aber auch die vorherigen V75, die jetzt hervorlaufen, sollte man sich zumindest mal anschauen. Die sind natürlich traditionell nicht ganz so hoch, was den Umsatz angeht und nicht ganz so beliebt. In der Regel gibt es also Umsätze von 1 bis 2 Millionen Euro. Also in Halmstad rechne ich jetzt mit einem Umsatz von 2,5 bis 3 Millionen Euro, sodass es im Gewinnfall knapp 1,3, 1,2 Millionen Euro als einzelner Sieger geben sollte. Aber das ist auch Geld und deswegen wollen wir natürlich auf diese Veranstaltung in Halmstad schauen. Ganz kurz, Halmstad, das schnuckelige Städtchen zwischen Göteborg und Malmö an der Westküste Schwedens gelegen. Natürlich bekannt für die Sprintermeisterin, das Sommerhighlight natürlich, was immer in Halmstad am ersten Donnerstag im Juli stattfindet. Und auf dieser Bahn gibt es jetzt, wie gesagt, den Uppesittarkväll. Uppesittarkväll ist der Tag oder der Abend vor Heiligabend. Und dieser Uppesittarkväll, ich finde das Wort einfach sensationell, Uppesittarkväll, hat es doch ein bisschen in sich. Wir haben eine V75, die durchaus sehr ausgeglichen ist. Es ist nämlich keine Divisions-V75, das heißt, die Rennen sind alle divisionsfrei. Und das öffnet doch meistens Tür und Tor ein bisschen für Überraschungen. Ganz kurz, aber dazu kommen noch ein ganz kurzer Hinweis. Ich werde mich natürlich jetzt trotzdem auch täglich hier melden mit Jörn Swedish Racing World, werde aber nicht jedes Rennen besprechen, weil ich glaube, niemand hat Lust, sich über Weihnachten jedes Mal 30 Minuten mein Gelaber anzuhören, so sage ich es mal. Und deswegen werde ich mich jetzt kurz fassen, werde das heute auch schon machen. Ich werde nur im Stile von zwei Banken, wie Nikola Laser es immer für Berlin-Mariendorf macht, zwei oder drei chancenreiche Pferde nennen, die man in der V75 auf jeden Fall dabei haben sollte. Und das aber für jeden Renntag, wo eine V75 stattfindet. Und dann natürlich in Axevalla gibt es eine große Besprechung, wobei da natürlich auch Killer Queen natürlich mit seinem Mann natürlich schon dabei sein wird. Und es wird für Solvalla eine größere Besprechung geben. In Solvalla gibt es dann auch am Sonntag nämlich die Divisionsfinals. Das heißt, da lohnt es sich auch drauf zu gucken. Aber wie gesagt, heute wollen wir mal ganz schnell die Rennen galoppieren. Ich werde in jedem Rennen
nur ein, zwei kurze Hinweise geben und dann geht's auch schon los. V75 aus Halmstadt, wir starten um 19.30 Uhr, wie an jedem dieser Abende, dieser Winterburst-Abende. 19.30 Uhr geht's los. Hier mit dem sechsten Rennen. Das ist in Dänemark und in Norwegen ein bisschen anders, aber hier ist es das sechste Rennen. Und wir starten mit einem Rennen über 1640 Meter Autostart. Und hier ist direkt ein bisschen was dabei, was auch die deutschen Interessen hochleben lassen. Heute nämlich Isabel und Andreas Jaus, Vertreter Prosperus S mit Björn Gu. Prosperus S kommt hier mit einem Sieg aus Orbi am 28. Serienablauf. Danach gab es noch einen zweiten Platz in Zurwalla und in Eskilstuna einen dritten Platz. Und Prosperus S, ja, der hat sich gemacht, das sage ich ganz ehrlich, der hat sich im Laufe des Jahres wirklich gemacht. Ich war in Bollnäs im September dabei, da war er ganz, ganz schlecht. Da war er vor der V75 in der V4 am Start, auch als Favorit, und da ist er kläglich gescheitert in Bollnäs. In Eskilstuna, der zweite Platz, der war auch gut, aber er hat auch nicht zwingend gewirkt, als ob er jetzt gewinnen könnte an dem Tag. Ich habe mir das live vor Ort angeguckt und muss sagen, also er sah jetzt nicht aus wie der Gesieger in diesem Rennen. Ja, aber er ist in diesem Rennen hier durchaus favorisiert. Die Nummer 3, Prosperus S mit Björn Gu, muss natürlich mit auf den Schein. Genauso wie die Nummer 4 für mich, Joker of Steel mit Peter Untersteiner aus der Mattis by Verdijk BV aus Holland. Auch der deutsche Vertreter Joker of Steel. Zuletzt siegreich in Axel Waller gewesen am 9.11. Davor die Formen waren, naja, so mittelmäßig. Aber ich denke, Joker of Steel muss hier auf jeden Fall mit. Und mitnehmen würde ich auf jeden Fall auch die Programm Nummer 9, Lexington Sonn mit Johann Untersteiner, mit zwei tollen Formen, zuletzt aus Orbi, erster und zweiter Platz. Und ich würde mitnehmen die Nummer 10, Maroma Whip mit Stefan Persson. Der kommt aus Dänemark mit guten Formen, aus Aalborg ein dritter Platz. Davor gab es aber in Halmstad mit Stefan Persson, mit seinem heutigen Fahrer bereits einen Sieg. V75-1, Start um 19.30 Uhr, das sechste Rennen aus Halmstadt. Wir nehmen mit die Programm Nummer 3, Prosperus S, die 4, Joker of Steel, die 9, Lexington Zone und die 10, Maroma Whip. Wenn auch Nust auf dem Außenseiter hat, den würde ich noch Nice and Quick, die Programm Nummer 11, an den Start legen, ans Herz legen. Der kommt hier mit Gustav Johansson an den Start und war zuletzt in der V75 in Jägersro schon mal drittplatziert. Danach gab es in Kalmar noch einen zweiten Platz am 10.12. Da war ich auch live vor Ort, da war er dann nicht mehr so durchschlagskräftig. Heute kann vielleicht wieder einiges gehen. Also 3, 4, 9, 10, 11 im ersten Rennen. Im zweiten Rennen des Tages läuft für mich, das ist ein dreijähriges Rennen für Stuten über 2041 Meter Bänderstart, läuft für mich die Bank des Tages, nämlich Programm Nummer 8, Global Creation mit Peter Untersteiner. Global Creation, eine dreijährige Stute, zuletzt in Jägersro siegreich mit Peter Untersteiner, davor auch in Orbi und in Zurwalla mit Örjan Schiedsrum und Stefan Persson bereits siegreich gewesen. Also für mich gibt es ja keinen Grund, diese Stute nicht als Bank zu nehmen, eine South Frank-Tochter, die wirklich zuletzt in Jägersro am 8.12. dominiert hat. Für mich gibt es ja keinen Grund, die Bank des Tages, Programm Nummer 8, Global Creation mit Peter Untersteiner. Einzige Gegnerin, die ich in diesem Rennen sehe, ist Nummer 5, Nocturne Sonne mit Joachim Löwgren. Sie war am 20.11. in Jägersro bereits einmal im Ablauf in der V75. Dort gab es einen zweiten Platz, aber auch da war es so, sie hatte nie eine Siegchance. Das war ein gutes Laufen, aber auch jetzt nicht ein überzeugendes Laufen. Deswegen für mich hier die Nummer 8, Global Creation im zweiten V75-Rennen, die Bank des Tages. V75-3 Spa-Trapper, also ein Rennen nach der Spa-Trapper-Regelung. Und hier gehe ich ebenfalls hier mit Peter Untersteiner, der mit Pücherik Wein an den Start kommt. Die Programm Nummer 2, Pücherik Wein über 2640 Meter. Das erste Mal, dass der Wallach hier über diese Distanz an den Start geht. Es gab bereits zwei Siege aus Halmstadt und Orbi und es gab einen zweiten Platz aus Orbi. Also Pücherik Wein ist hier durchaus das Siegen schon gewöhnt. Für mich auch hier ein ganz interessanter Kandidat. Gladion Eagle mit Björn Gu, die Programm Nummer 6 kommt mit zwei Siegen aus Örebro und aus Zurwalla in den Ablauf, allerdings aus einer kleinen Pause. Er war zuletzt Ende Oktober am Ablauf. Jetzt, zwar knapp 2 Monate später, kommt er wieder aus der Pause. Deswegen bin ich da noch ein bisschen skeptisch, ob das wirklich gehen kann. Und interessant für mich als Außenseiter ist für mich die Programm Nummer 13, Le Piment mit Marc Elias. Le Piment kommt mit tollen Formen aus Jägersro. Er hat mit Marc Elias in Tingsryd und in Jägersro im Sommer einmal jeweils gewonnen, kam dann aber auch zuletzt in Halmstadt im August an den Ablauf und hat seitdem ebenfalls pausiert. Also auch dieser Le Piment, den sollte man auf jeden Fall nicht außer Acht lassen. Für mich aber durchaus ein chancenreicher Außenseiter. Die Nummer 3, Mafioso Lynx mit Peter Ingves, sollte man auch noch mitnehmen aus dem Stall von Hanna Lennart-Kroppi. Zweiter Platz in Rommel zuletzt mit Dwight Peters, auch Ende Oktober, also auch hier eine Pause von knapp 8 Wochen. Wir wissen, dass die Pferde aus Hanna Lennart-Kroppis Stall immer sehr, sehr gut über die längeren Distanzen gehen. Peter Ingves ist sowieso ein guter Fahrer, was längere Distanzen angeht. Deswegen Nummer 3, Mafioso Lynx, sollte man hier ebenfalls auch mitnehmen. V75-3. Wir nehmen mit die Nummer 2 Pücherik Wine, die 3 Mafioso Lynx, die 6 Gliding Eagle und die Programm Nummer 13 Le Piment.
Wir kommen zum vierten V75 Rennen. Das ist ein Stutenrennen über 2140 Meter Bänderstart. Und ich habe hier eine Stute, die immer als ja, Mitfavoritin genannt wird, aber eigentlich sich nie so richtig durchsetzen kann. Das ist die Programmnummer 2 Aurora Show mit Mika Fors. Aurora Show war zuletzt in Kalmar am Start, am 5.11. Dort war man zweitplatziert. Davor gab es einen Sieg mit Pennerzon in Mantorp. Im Rahmen der V75 lief es dann nicht ganz so gut. Zweimal in Mantorp und in Kalmar und in Jägersburg war man zweimal unplatziert. Aber diese Aurora Show, die ist nicht schlecht, die kann was. Und deswegen, also Aurora Show für mich die Programmnummer 2, muss hier auf jeden Fall mit auf den Schein. Genauso wie natürlich die Programmnummer 4, Kirsi Boko mit Peter Untersteiner. Zuletzt ein dritter Platz in Zufalla am 24.11. Davor dritte und erste Plätze aus Halmstadt und Orbi. Auch die kann einiges. Und natürlich Nummer 6, Nymke Brigadon aus dem Stall von Björn Gub. Diese belgische Stute, die ja im Sommer ein paar Mal wirklich überrascht hat. Dann in so ein kleines Formtief gefallen ist, aber zuletzt wieder 3 Siege am Stück gefeiert hat. Mit Kim Eriksson und Björn Gub in Zufalla und mit Kajon Jepson in Örebro am 14.12. Also Nymke Brigadon, sie scheint wieder da zu sein. Die hat schon ganz andere Rennen gelaufen in der V75 im Diamant-Stuart-Bereich. Also normalerweise muss sie das hier können eigentlich. Aber wir wissen, Nymke Brigadon ist nicht die richtige Kämpferin. Manchmal ist sie so ein bisschen faul und deswegen bin ich zumindest vorsichtig, was das angeht. Nymke Brigadon, die Programmnummer 6, muss man auf jeden Fall natürlich mitnehmen. Trotzdem sage ich ein bisschen vorsichtig sein. Mein Außenseiter des Tages ist Programm Nummer 10 hier, die Nummer 10, Beware Kronos mit Antti Ruikkonen. Zweimal in Halmstadt siegreich mit Antti Ruikkonen aus dem Stall von Jerry Jordan. Und ich habe hier richtig Mumm auf die Nummer 10, Beware Kronos. Die Stute ist gut, sie war auch in Axel Waller im Sto-Championat gut dabei. Dann hat sie im Vorlauf leider ein bisschen Pech gehabt. Aber diese Beware Kronos, die kann was. Und ich glaube, die wird hier gnadenlos unterschätzt. Deswegen Programm Nummer 10 muss hier mit auf den Schein. Und wer auch immer heiß gewettet wird, aber immer auch weggelassen, immer auch nie so richtig durchschlägt, ist die Programm Nummer 1 Heidi mit Gustav Johansson. Zuletzt in Kalmar am 10.12., da war ich live vor Ort. Da war sie drittplatziert als haushohe Favoritin oder Mitfavoritin. Hat auch nicht so richtig durchgezogen. Das kann mal gehen jetzt hier von vorne, vielleicht im Bänderstart mit Programm Nummer 1 bekommt sie für eine gute Lage. Ich weiß es nicht. Also, V75 4, wen nehmen mit? Die Programm Nummer 1 Heidi, die Nummer 2 Aurora Show, die 4 Kirsi Boko, die 6 Nymke Brigadon und mein absoluter Außenseiter, die Programm Nummer 10 Beware Kronos. Wir kommen zum fünften V75-Rennen, das 10. Rennen des Tages. Und hier habe ich ebenfalls wieder Mumm auf den kleinen Außenseiter, nämlich oder Außenseiterin, nämlich die Nummer 1 Inara Oe mit Peter Untersteiner. Inara Oe aus der Zucht von Imo Müller aus Deutschland, zuletzt zweimal siegreich in Orbi und in Kalmar am 10.12. Und am 10.12. der Sieg, der war echt klasse in Kalmar. Da muss ich wirklich sagen, das war beeindruckend, wie die Stute da gewonnen hat. Und ich glaube, dass sie durchaus hier eine Chance hat, vorne mit dabei zu sein. Programm Nummer 1. Natürlich die Nummer 5, Live Fly My Dream mit Thomas Dahlborg, muss hier mitgenommen werden. Kommt ebenfalls mit 3 Siegen en suite an den Ablauf. In Örebro zuletzt am 14.12. am Ablauf gewesen, da war sie auch richtig gut, da hat sie gute Chancen gehabt, war auch am Ende, wie gesagt, vorne, das war ganz gut. Und natürlich die Nummer 6, Sola Love mit Henriette Larsen aus dem Stall von Peter Untersteiner. Zuletzt mit Henriette Larsen zur Walla jedoch weg gewesen, da war sie nicht in der Wette, davor gab es zweite und dritte Plätze und einen Sieg. Allerdings mit Henriette Larsen der Sieg in Mantorp am 1.11. Sola Love kann hier durchaus gewinnen, ist jetzt nicht meine absolute Favoritin, kann aber durchaus vorne mit dabei sein. Ich persönlich finde noch sehr interessant die Programm Nummer 4 Whispering Hills mit Björn Gub. Kommt mit 2 Siegen aus Fairstand und Zavala und dann einem 4. Platz in Orbi. Da war man ein bisschen behindert worden. Also Whispering Hills, diese 3-jährige Studie, kann auch einiges mehr. Deswegen muss man sie auf jeden Fall mitnehmen. Und noch die Programm Nummer 12 Gin Flame mit Thomas Urberg. Die würde ich auch gerne dabei nehmen. In Orbi und in Odense zweimal siegreich gewesen. Sie kommt aus Dänemark, aus dem Stall von Sten Juhl. Und Thomas Urberg hat ja mehrfach schon für Sten Juhl tolle Erfolge rausgefahren. Warum soll das hier nicht auch gehen? V75-5, wir nehmen mit die 1 Inara Oe, die 4 Whispering Hills, die 6 Sola Love, die 5 Fly Fly My Dream und die Nummer 12 Gin Flame. V75-6, das ist ein wieder Spartropper-Rennen über 2640 Meter Autostart diesmal.
Und hier habe ich wirklich ganz großen Mumm auf die Programmnummer 10, Van Gils mit André Eklund. Van Gils war zuletzt in Orbit und Fäßern am Ablauf, dritter und zweiter Platz. In der V75 in Jägersro am 30.10. war man durchaus mitfavorisiert mit 15:1 am Toto, also jetzt nicht unbeachtet. Da wurde man nur Achter nach einem etwas verkorksten Rennen. André Eklund danach, wie gesagt, zweite und dritte Plätze. Und Van Gils, also wenn sie mal so richtig ins Rollen kommt, oder er ist ja ein Wallach, wenn er so richtig ins Rollen kommt, kann der hier durchaus überraschen. André Eklund und Halmstad, das ist ein gutes Match. Die Bahn und der Fahrer passen gut zusammen. Würde ich auf jeden Fall mal mitnehmen. Forever Shadow, die Programmnummer 11 mit Peter Untersteiner, muss natürlich auch mit Stefan Persson in Charlottenlund, einmal siegreich, einmal viertplatziert. Das war im Derby dann, da war man viertplatziert. Danach gab es nochmal in Halmstad und in Odense noch einen ersten und sechsten Platz, also sehr durchwachsene Form. Forever Shadow gehört zum größeren erweiterten Derby-Kreis in Dänemark, zum erweiterten Jahrgangskreis, das wollte ich sagen, muss hier auf jeden Fall mit. Die Programmnummer 3, Hilltop Hawk mit Stefan Persson, muss natürlich auch beachtet werden. Zuletzt der Sieg in Orbi am 1.12., der war sehr, sehr beeindruckend. Davor gab es zweite und dritte Plätze aus Eskilstuna und Jägersro. Hilltop Hawk muss hier mit und genau auch die Nummer 4, Digital Process mit Sören Böhl aus dem Schaffer-Bilder Untersteiner. Zuletzt siegreich in Kalmar, ebenfalls am 10.12., da war ich auch live vor Ort, habe ich ja gesagt bereits. Das war echt beeindruckend, wie Digital Process da gewonnen hat und Sören Böhl kennt den Wallach, ist mit ihm auch mehrfach schon gefahren. Auch zweite und dritte Plätze in Halmstad muss man hier auf jeden Fall mitnehmen. V75-6. Wir nehmen mit die Programmnummer 3 Hilltop Hawk, die 4 Digital Process, die 10 Van Gils, mein Mummpferd und die 11 Forever Shadow. Und wir kommen schon zum letzten V75-Rennen. Nochmal ein Rennen über 1640 Meter Autostart. Und hier bin ich ganz klar auf der Programm Nummer 9, Toto Barroso. Toto Barroso, der Sieger des großen Preis von Deutschland 2021, hat wirklich tolle Leistungen gemacht. Wir wissen es, was er in Hamburg geleistet hat. In Berlin dann leider unglücklich galoppiert im Rahmen der Breeders' Crown. Danach ging er an die schöpferische Pause, sage ich jetzt mal. Er kommt jetzt zurück. Es hat am 16.12. in Halmstad einen Probelauf absolviert. Der war in 16.9 jetzt unspektakulär. Aber ich glaube, Toto Barroso kann dieses Rennen hier gewinnen. Die Gegner sind um einiges leichter als damals in Hamburg. Und ich glaube, dass er wirklich, wenn er hier auf den Beinen bleibt und glatt geht, dann kann hier Toto Barroso dieses Rennen auch über 1640 Meter gewinnen. Natürlich muss man beachten, Nummer 5, Vici Griff mit André Eklund, zuletzt drittplatziert, mit Erik Adison in Zurvalla am 8.12. Da war man vorne weggeprescht und ist losgestiefelt wie ein Irrer, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Hat in 12.3 die 1640 Meter absolviert, aber am Ende war so ein bisschen die Luft raus. Das war auch nicht die geschickteste Fahrt von Erik Adison, das mal vorsichtig zu sagen. Aber Vici Griff jetzt mit André Eklund aus dem Stall von Sophia Aronsson gehört für mich auf jeden Fall auch auf den Schein. Die Nummer 7, Can Lane mit Peter Ingves aus dem Stall von Johann Untersteiner. Immer gefährlich über die Meile, zweimal zweitplatziert in Achseberlau und in Orbi über die längere Distanz, kann hier auch durchaus gehen. Und die Programm Nummer 10, Upper Face mit Adrian Colgini, kommt zurück aus Vincennes, wo man mehrfach im Monté auch aktiv war. Fünfte und siebte Plätze gab es da mit David Thomas und Pierre Irverba. Davor gab es nochmal mit Henderson einen Sieg in Zavala, das war sehr, sehr beeindruckend am 10.10. Zuletzt in Jägersro wieder ein sechster Platz, also der Upper Face hat so Up and Downs, wie der Name auch sagt, Upper Face, Up and Down. Also ich würde mich hier auf Toto Barroso Programm Nummer 9 festlegen. Wer noch sich breiter aufstellen möchte, nimmt noch die 5 Vici Griff, die 7 Chan Lane und die Nummer 10 Upper Face mit. Ja, ihr seht, es ist eine V75, die durchaus sehr, sehr ausgeglichen ist und eine V75, die durchaus einige bekannte Pferde mit sich bringt. Deswegen heißt es hier natürlich auf jeden Fall dabei sein und mitwetten auf www.trotto.de. Da könnt ihr natürlich gerne bei der V75 dabei sein und bei der V75 mitspielen. Ihr könnt alle Rennen natürlich live auf www.trotto.de sehen und ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei, wenn es jetzt die ganze Woche heißt Björns Swedish Racing World exklusiv hier auf www.trotto.de und www.hufer.de. Kommentieren, liken und wieder dabei sein. Ich freue mich, wenn ihr auch wieder dabei seid. Die nächste Ausgabe dann aus Umeå. Dann allerdings in der Short Version mit zwei Banken nur, wo ich euch zwei oder zwei Bänke, heißt es ja richtig, sagen möchte oder zwei Bänke sagen möchte und werde. Das heißt, dann gibt es das Björns Swedish Racing World Short Update zu der V75 aus Umeå.
Und ja, mir bleibt eigentlich nur übrig, euch alles Gute zu wünschen. Frohe Weihnachten, frohe Festtage. Ich weiß, dass ich nicht jedem, der hier zuschaut, mit meinem Gerede, meinen Videos gefalle. Das muss auch gar nicht sein. Ich hoffe, dass ich trotzdem den einen oder anderen ein bisschen Inspiration geben kann. Und ich hoffe, dass wir im neuen Jahr weiterhin viel Spaß mit den Rennen aus Schweden haben werden. Ich werde nächstes Jahr über 89 Renntage, also 90 Renntage fast in Schweden verbringen. Werde also oft vor Ort sein. Hoffe, dass ich dann endlich auch im neuen Jahr dabei sein kann. Ich habe nämlich schon hier, ich kann Sie ja mal ganz kurz eben zeigen, ich habe schon meine Jahreskarte für das neue Jahr. Also hier ist sie schon, meine Svensk Travsport Jahreskarte fürs neue Jahr. Da freue ich mich sehr drüber. Das heißt, ich werde natürlich wieder nächstes Jahr live dabei sein und ja, hoffe dann auch mal ein bisschen ausführlicher von Schweden, aber aus Schweden zu berichten. Das war ja eigentlich der Plan mit dieser kleinen Reihe Jörns Swedish Racing World. War natürlich durch Corona dieses Jahr noch nicht allzu möglich, aber ich hoffe, ihr bleibt dabei. Gerne, wie gesagt, auch kritische Anmeldungen oder Anmerkungen kommentieren, liken und wiederkehren natürlich. Und dann wünsche ich jetzt allen ein gesegnetes, besinnliches Weihnachtsfest. Frohe Weihnachten und dann sehen wir uns zur nächsten Ausgabe dann mit dem Update aus Umeå. In diesem Sinne, macht's gut, Lycka till und gut Jul. Also frohe Weihnachten auf Schwedisch.